Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite und dem Beagle. Nun, wäre ich ein bisschen aufmerksamer gewesen, wäre mir das hier auch. Ich habe hier was. Das hier ist das Codebuch. Dann kommen wir damit zurück. Vielleicht finde ich da ja auch noch sogar ein Lockpick. Und dann können wir die Tür trotzdem noch aufmachen. Wer weiß das schon? Mal sehen. Ab auf die Klos. Dann hau mal rein, Mädchen. Hey, scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Wie Hut ab für die Vox? Ah, Hut ab für die Vox. Guter Tipp, der Hut. Allerdings. Wow. Alles, was ich mir erhoffe, ist ein einziger Lockpick. Oh. Daisy Fitzroy. Ich hab von ihr gelesen. Lockpick. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Okay. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Ob die Frau mir so gefällt, ich weiß es nicht. Schild ist unglaublich wichtig. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja. Ist hier ein Automat drin? Das klingt, als wäre hier ein Automat drin. Tyrann. Er ist ein Tyrant. Oh mein Gott, wo ist Chris Redfield, wenn man ihn braucht? War ein Scherz, Leute. Das bot sich jetzt ein bisschen an. Jetzt habe ich 3 Lockpicks. Oh, wow. Hi. Mann. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ach, Zielwasser nicht gelungen. Na, ihr? Na gut. Easy going. Aber hier waren doch 2 Leichen, oder? Dann nicht. Na, Kumpel, hätte sich nicht mit mir anlegen sollen. So einfach ist das. Seid ihr jetzt hier drin auch, oder? Nee, wo war das? Das Tor? Wo war denn jetzt das Tor? Die Tür, meine ich, die ich nicht aufgerüstet habe. Die war doch hier drin, oder? Ah. Kannst du das öffnen? Das dürfte schnell gehen. Employees only. Fertig. Ein Haufen. Brauchen wir Geld? Vielen Dank. Oberteil, ne? Was habe ich da jetzt drin? Ne, das mache ich so nicht. Ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Ah, im Grunde war das jetzt nur für viel Geld gut. Ah, und ein Lockpick. Na gut, dann können wir jetzt, glaube ich, wirklich weitergehen. Das wird absolut fantastisch. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Nett. Die Strecke ist frei. Ja. Mal sehen, wo ich lande. Ja.
Ich erinnere mich an alles von hier und doch auch an so wenig. Oh, sie ist alleine gewesen. Moment, ich möchte mich hier umgucken, Elizabeth. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Ja. Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet! Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Wie benutze ich das? Ich muss euch erstmal finden. Alter, wo denn? Ah, da oben. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slade ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey und dann nichts wie weg. Wie mache ich das jetzt idealerweise, weil... Nee. Ich nehme dann lieber das Karabiner. Aber für jetzt sollte ich gucken, dass ich... Erwischt! Und wo denn noch? Irgendwo von da? Da oben? Ich hab noch nichts! Mach doch nichts. Alles gut, Elizabeth. Munition! Hier! Okay, fallen! Danke. Sollte geholfen haben. Manche Stellen bieten sich richtig gut an für Morgenschießen. Hier in Bioshock. Ich muss sehen, wo das herkam. Da hinten. Hab ich ihn jetzt erwischt? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist ausgewichen. Ist okay. So. Dein Geld nehme ich natürlich liebend gerne. Dankeschön. Wow. Ich liebe Scharfschützengewehre. Ich bin nicht immer treffsicher, aber ich liebe Scharfschützengewehre. Nee, da komme ich nicht lang. Wo muss ich denn lang? Ich wollte mich da noch anständig umgucken. Hier vorne nämlich zum Beispiel. Das ist für das Maschinengewehr. Das interessiert mich nicht. Was bist du denn? Präzisionsgewehr. Na gut, dann ist hier nichts weiter, dann kann ich da locker hochgehen und wir weitergehen. Hall of Heroes. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Okay.
mal. Was hast du? Immer noch nichts, was ich brauche. Danke. Du bist ein Patriot. Was hast du denn Interessantes? Schadenswüste für Präzisionsbooster Maschinengewehr, Panzerfaust. Nee. Panzerfaust. Ich habe noch nicht eine Panzerfaust hier bekommen. Hier ist es ziemlich dunkel. Unser Prophetvater Comstock. Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slade? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Ruhm und Ehre, schreien sie. Siehst du, du bist ein Killer, Booker. Gib uns das Schockjockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Wounded Knee? Okay. Schenk meinen Männern einen Ehrentod. Was bin ich? Nee, die Pistole brauche ich im Moment nicht. Sollte ich mal keine Munition mehr für mein Präzisionsgewehr haben, wäre es natürlich cool, wenn ich eine Pistole als Ersatz finde. Aber das werde ich dann wohl sehen, wenn es soweit ist. Schön ins... Ich fühle mich schon besser. Schön ins Dings investieren. In das Schutzschild. Warum hast du eigentlich eine Taschenlampe in der Hand? Kannst du mir das erklären? Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Alles gut. Manchmal passiert das. Okay. Und wenn ich hier lang muss, würde ich gerne erst... Nein, ich darf nicht da lang. Wounded Knee. Kein schönes Soldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Boah, wie die hier dargestellt sind. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Das ist ein bisschen creepy. Wounded Knee. Will ich das wirklich hören? Ich weiß es nicht. Mit Heulen und Schreien das Kriegsball blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Es musste er wohl reimen? Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Was? Wieso nennst du mich Blechmann? Gib alles, Soldat! Ja. Wo? Ah? Wieso bin ich ein Blechsoldat? Kann mir das mal jemand erklären? Oh. Alter.
den mache ich so nicht. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Was? Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Oh, die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten! Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Wow, wow. Der hat damit nicht gerechnet. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Tja. Panzerfaust. Panzerfaust. Ich will nichts austauschen. Ich mag meine Waffen gerade so, wie sie sind. Auch wenn eine Panzerfaust natürlich ziemlich geil wäre. Okay, da muss ich hin. Ist ein bisschen creepy, so wie das hier dargestellt ist. Komm hierher! Gott, ich sag doch, diese Steuerung ist so viel angenehmer als das, was sie in 1 und 2 verbrauchen. Oh Gott. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? Scheiße. In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Vielleicht erzählt ihr auch einfach beide einen Haufen Scheiße. Kugelsicher erhöht die Magazingröße aller Waffen um 50%. Nö. Okay, ich bin nämlich sehr zufrieden, so wie es ist. Wo muss ich hin? Was machst du da? Gar nichts. Du hast mich nie gesehen, weil du tot bist. Will ich das wirklich hören? Ich weiß es immer nicht. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er es. Und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Ja, nee, klar. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Eine Leiche brennt! Was? Ich muss einmal kurz raus hier. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Das war eine gute Tat, Booker. Woran Sie starben ich denn hier? Wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Okay. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass das eine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Das passiert.
Gut, ihr Lieben, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein, habe ja schon einen Speicherpunkt bekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, ob wir diesen Typ da finden, Fink oder wie er heißt. Er ist ziemlich pisst, sowohl auf Comstock als auch auf Booker. Ich finde es witzig, dass Comstock behauptet, er wäre da. Aber ich kann euch versprechen, das wird sich alles tatsächlich noch auflösen und es wird sogar Sinn ergeben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein!